so weit sind wir leider noch nicht. So, heute kriegt der Mazda endlich eine neue Kupplung, damit die Motorleistung auf den Boden kommt, kriegt der Mazda heute eine neue Kupplung und danach bereiten wir den Motor für den Turboumbau vor. Als erstes muss das Getriebe raus, damit wir die neue Sintermetallkupplung verbauen können. Danach kümmern wir uns den Ladeluftkühler, den Wasserkühler und den neuen Ölkühler. Um die Schrauben der Getriebeglocke einfach lösen zu können, verwendet man am besten so viele Ratschenverlängerungen, wie man nur hat. Das Geilste ist, als du sie gerade gelöst hast, war ich mit der Lampe auf der Kamera. Ich denke erst so, ja, geile Aufnahme, da gucke ich jetzt Display. Ich zoome mal ran. Oh, geil, und wenn ich es jetzt beleuchte. Ja. Wenn die Kupplung schon mal draußen ist, ist es immer eine gute Idee, das Pilotlager und vor allem den Simmering zu wechseln. So, und wenn die Kupplung endlich drin ist, kann es endlich losgehen. I'll be on that shit that I hate you on that I don't want no more. At this time I need all my
Wir fangen mit dem Ladeluftkühler an und damit der Platz hat, muss leider die Klimaanlage weichen. Und da es nicht besonders cool ist, das Gas aus der Klimaanlage einfach in die Umwelt abzulassen, schieben wir den Mazda kurz rüber zum nächsten Händler. Darling, you. Seht ihr, ist der Ladeluftkühler schon drin. Nur leider schlägt der hier ein bisschen an der Aufnahme für den Klimakühler und genauso hier drüben. Deswegen müssen wir ein bisschen flexen und zurechtschneiden. Bei der von uns angestrebten Motorleistung ist es vor allem auch wichtig, dass das Öl in der richtigen Temperatur bleibt. Genau aus dem Grund verbauen wir einen Ölkühler. Der Ölkühler wird ganz einfach mit einer sogenannten Sandwichplate angeschlossen, die zwischen den Motor und den Ölfilter geschraubt wird. Diese sorgt dafür, dass das Öl, bevor es durch den Filter gepumpt wird, einmal durch den Ölkühler läuft. Nächsten Mal. Machen wir unsere erste Probefahrt. Aber wir haben plötzlich keinen Rückwärtsgang mehr.